Jeder Mensch hat sie geliebt, gemocht, getragen auf den Kopf. Jeder hat mitgekriegt, was wir gemacht haben. Und ich schwöre, ich hab das nicht gemacht für meine Karriere. Ich fick meine Karriere zweimal die Woche. Zweimal die Woche fick ich meine Karriere mit irgendeinem Scheiß, den ich mache. Das war eine Sache, die getan werden musste einfach. Okay? Weil es eine beschützende Sache für meine. Das, ich musste euch das nicht erklären, ihr wisst selber. So. Ich. Das. Ein so niederträchtiger Angriff von einer niederträchtiger Angriff von einer von einer Person von einer Person, die mir näher war als alle, die ihr kennt da draußen. Das ist selbst für mich neu, sage ich ganz ehrlich. Aber ich werde auch damit klarkommen. Ich werde auch damit klarkommen, weil ich hab den halben Abend heute mit der Familie dieser Person gesprochen. Okay? Mit der Familie dieser Person gesprochen, mit den Brüdern. Und ich will nicht erläutern, was ich da zu hören gekriegt habe. Ich möchte nur, ich bin eigentlich nur live gekommen. Ihr seht, ich bin sehr unvorbereitet. Ich möchte einfach nur signalisieren hier, guck mal, ich versteck mich nicht. Ich verstecke mich nicht, weil ich muss mich nicht verstecken, weil ich habe nichts getan. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe alles vernünftig gemacht, außer diesen einen Fehler. Den habe ich aber auch zugegeben, den habt ihr ja mitgekriegt. Das war falsch. Ne? Macht man nicht. Okay? Macht man nicht. Und da hat auch das Gegenüber jeglichen Grund, sauer zu sein. Jeglichen. Ist kein Problem. So. Und wenn man dann da auch danach nicht mehr auf einen neuen Nenner kommen will, dann ist das auch, ja komm, im Zuge einer Heirat ist das halt vielleicht ein bisschen überzogen gewesen, aber ist halt das gute Recht. Wenn man dann halt nicht mehr auf einen Nenner kommt, ist alles klar. Aber im Nachhinein, sowas hier zu veranstalten, ist schade und ist bedauerlich und versuchen, jemanden mit Lügen mit Lügen irgendwie in der Öffentlichkeit so runterzumachen, ist eine Sache, die ist auch eigentlich nichts Neues. Ist auch eigentlich normal, kann man machen. So. Zu den Anschlägen 320. 320 Euro. Ich habe mit meinem Anwalt, also mein Scheidungsanwalt hat mit mir gestern gesprochen und hat gesagt, dass die gegenüberliegende Seite, dass die Höchstforderung an Unterhalt für meine Tochter Asura fordert. Meine Antwort darauf war, Höchstforderung für Asura, kein Problem. Was ist das Höchste? Kein Problem. So, dieses Schreiben geht Montag raus. Also heute ist ja was ist heute? Samstag, Entschuldigung, heute ist Samstag, Montag geht dieses Schreiben raus. 320 ist der Standardsatz, den man, glaube ich, bezahlen muss, wenn man irgendwo irgendwas irgendwie liegt. Ich weiß nicht, wie man auf diese Summe kommt, aber wie gesagt, 320 Euro kostet, glaube ich, Asuras Montclair-Jacke. So. Wisst ihr, wie ich meine? Also, die Winterjacke, die sie trägt, kostet 320 Euro oder was? So. So viel dazu. Deswegen, wie gesagt, ich könnte jetzt hier mir so ein auf Rap-Beef-Geschichte so ein Ding, so ein Screenshot-Battle hier leisten, aber das liegt nicht in meinem Interesse. Ich wollte nur einfach nur signalisieren, dass ich hier mich nicht zu verstecken habe. Ich werde einfach ganz normal
Ich werde ab morgen ganz normal weiter meinen Weg gehen und werde mich dementsprechend verhalten, was da von mir verlangt wird.